Willkommen Reisende, heute befinden wir uns in Just Die Already. Mal sehen, wie witzig das wird. So, wen spielen wir? Na hier, er sieht auch gut grantig aus. Er liegt im Bett und sieht jetzt schon schlecht gelaunt aus. Laufen, springen, Ragdoll, respawn. Heizen. F, okay. Mit E können wir Sachen nehmen. Werfen. Mit Q. Okay. Reizen. Ah, gehen wir mal rausgucken. Diese Tür sollte ich mit einem goldenen Schlüssel aufkriegen. Okay. Ja, das ist aber kein Schlüssel. Also hier brauchen wir ein Messer. Aber hat der hier irgendwo ein Messer? Da liegt eine Bärenfalle. Warum auch nicht? Da ist der Schlüssel. So. Da sind Fische. Okay. Was geht hier denn? Mit der Matratze können wir springen. Dann nehmen wir die mal mit, wa? Also die Fische können wir nicht mitnehmen. Was zum Henker ist das denn? Okay. Jetzt haben wir ein Bein verloren. Können Leute mit unserem Bein verprügeln, okay. Da ist nichts drin. Hier ist eine Dusche. Ha, wie kommen wir hier? Ob wir damit... Naja, es geht nicht, schade. Der hat doch hier bestimmt irgendwo ein Messer rumliegen. Okay, jetzt haben wir das andere Bein verloren. Was zum Henker? Haben wir das Hähnchen getötet? Aber wo ist das Messer? Oh, da liegt eine Axt. Damit sollten wir doch die andere Tür aufkriegen hier. Hä? Schwingen doch.
Okay. Lass das oder schmeiß dich raus. Aber wir machen mal X. So. Dann werden wir den jetzt mal. Ach, schade, wir können ihn da nicht reinwerfen gegen das Ding. Oh, super. 2 Meter gelaufen, wieder verletzt. Ah, dann rollen wir halt runter. Oh, guck mal, eine Steckdose. Cool. Jetzt sind wir elektrifiziert. Ballons platzen lassen? Was für Ballons? Wie kommen wir hier raus? Wir können die nicht kaputt machen. Waren oben noch Luftballons? Okay, jetzt haben wir versehentlich beim Hinfallen das Geländer kaputt gemacht. So. Rein hier. Sind hier noch Luftballons? Ein Furzkissen, eine Flasche. Hier ist sonst nichts. Also auch ein sehr sicheres Altenheim, so wie das hier aussieht. Können wir. Okay. Durch das Fenster, da kommen wir nicht. Hier sind Gitter, da wäre Holz. Oder? Aber ist ja schon eine Kunst, aus diesem Haus rauszukommen. Wahrscheinlich hätte man die Luftballons nehmen müssen, oder? Was liegt da denn rum? Irgendwas anderes. Gott, ich bin, hab mich nur gedreht. Also die sterben nicht, oder was? Ja, also wir sollen jetzt die Leute scheinbar schlagen, damit wir hier rausgeworfen werden. Also. Haben wir eine Axt, das ist schon mal gut. Aber wieso sterben die nicht? Wir können sterben, also uns verletzen. Ah, geht ja doch. Los. Voll witzig, das Spiel. Guck mal, ein Geburtstag, den er nicht mehr vergisst. Weil war sein letzter Geburtstag. Ja, jetzt lass dich doch mal töten. So, schmeißt er uns jetzt endlich mal raus hier. Ja, gleich alle in dem Altenheim gekillt. Ob so wie weit die wegfliegen. Liegt jetzt hier eine Salami? Jetzt werden sie mit einer Salami verprügelt. Tod durch Salami.
Jetzt mit der Axt draufhauen. Alter, die spawnen einfach neu. Was ist das für ein Scheiß? So. Störe die Party nicht. Mach ich ja gar nicht. War versehen. Sie ist hingefallen. So, kommen wir jetzt hier raus. Auf die Ballons scheinen sie voll abzufahren. Ha, jetzt backt die Salami in der Tür. Und wandert nach oben. Sie hat noch was vor. Aber hier sind keine Ballons mehr. Hm, vielleicht klappt das. Klappt nicht. Aber da hinten stehen Raketen. Warum rennst du hier? Scheiße, jetzt brenne ich. Wie ist das passiert? Alter, was kriegt der denn als Geschenke? Jetzt unsere Axt weg. So ein Scheiß. Alter, wer schenkt einem den Bienen? So. Hm, da ist die Axt, aber die Luftballons sind immer noch weg. Wie kommen wir hier raus? Gibt auch keine anderen Fenster. Wohin wollte er uns auch rausschmeißen? Ey, krass, die verwandeln sich in Salamis. So, komm mal mit. Essen, cool. Ha. Erstmal die Musik ausmachen, hier ist ja furchtbar. Ballons, Ballons, Ballons. Vielleicht probieren wir einfach mal F. Du fliegst jetzt raus. Ah, cool, okay. Sie töten geht nicht, aber sie reizen. Dann schmeißt sie einen raus. Geiles Plakat rechts. Kill a Boomer. Today. Was ist eigentlich Ragdoll? Komm mal kurz, ey, ja. Ah. Also wir können auch rumrollen, wenn wir wollen. So, was will denn der von uns? Endlich rausgeworfen. Es kann nur alles besser werden. Du kannst alles Mögliche.
Lebensziele auf ihrer Liste ab. Ah, bestimmt voll wichtig, aber egal. Shift F3 um das Freundefenster. Aha. B. Einsehen der Zielliste. Ein Lebensziel abgeschlossen. Hol dir die Belohnung. Alles klar. So. Müllphönix respawn. Nur die Fleischwunde. Verlier irgendwie einen deiner Gliedmaßen. Ah ja, das kriegen wir ja wohl hin, wa? Indem wir jetzt da reingehen. Ja, das war doch gut. Müllphönix direkt. Oh, eine Riesenstadt. Hier werden wir so viel geilen Scheiß machen können. Du bist tot, ja. Aber respawn. Echt jetzt? Ich stehe in der Mülltonne. Wir brauchen erstmal irgendwie eine Waffe. Cool. Also über Matratzen kommt man ein Stück nach oben. So. Da steht ein Feuerlöscher. Los, spring da hoch, alter Mann. Gibt's ja wohl nicht. So, jetzt haben wir einen Feuerlöscher, mit dem wir schon mal Scheiße machen können. Aber wieso will der da nicht hoch? Ich will da hoch. Guck mal, sehr gefährlich, was er da macht. Ah, cool. Also damit würden wir da hochkommen, wa? Okay. So, Matratze. Also wenn man hoch will, dann kommt man nicht hoch, oder wie? Steh auf. Da liegt schon wieder eine Salami. Komm mal dran. Scheint so. Hey. So. Da ist ein alter Mann. Lass dich verprügeln. Tod durch Salami kommt jetzt. Guck mal, der Putz, der schlang ihn von hinten. In Strom rein, so muss das. Sehr gelenkig, der Typ. Dauert aber lange, einen mit einer Salami zu töten. Och, nö. Wir stehen voll unter Strom. Ah, guck mal. Nicht diesen Knopf betätigen. Ja, werden wir mal machen. Steht. Wir haben auch nur einen Schuh an. Okay, was hat das jetzt gebracht? Okay. Also, da hätten wir nicht reingehen sollen. Wir haben irgendwie einen Arm verloren. Steh doch mal auf. So.
Was soll denn der Scheiß? Was zum Henker? Okay. Ta-ta-da. Also ich habe noch nicht herausgefunden, wie wir das steuern mit dem Feuerlöscher. Also die fahren hier aber sehr lebensmüde, die Autos. Das ist auch eine super Konstruktion. Hört ihr einfach auf. Tod durch Straßenbahn. Zählt bestimmt auch. Oh, die dreht dann einfach um. Jetzt kriechen wir, weil die Beine gebrochen sind. Okay. Die Gullideckel katapultieren einen auch nach oben. Mal verbinden miteinander, wa? Haha. Jetzt sind wir oben auf einem Dach. Aber leider mit gebrochenen Beinen. So, dass wir nur noch rollen können. Ah, cool. Können wir wieder laufen. So. Was gibt's hier oben? Da ist ein Fahrrad und eine Rampe. Kommen wir da irgendwie hin? Kommen noch im Leben nicht von hier nach da drüben, oder? Alte Leute sollen da nicht reingehen. Ah. So, dann gehen wir erstmal. Wo kam der denn her? Fallen hier einfach Leute von hier von oben runter. Aha, wir kommen zum Fahrrad. So. Feuerlöscher hier liegen lassen. Wie kommen wir jetzt? Oha, cool. Glocke läuten, Glocke läuten und Fahrrad fahren, wa? Oh. Das hat nicht. Wir sitzen noch auf dem Fahrrad, das ist nur im Fußboden. Da müssen wir da jetzt wieder hoch. Da brauchen wir wieder einen Feuerlöscher. Nein, meinen aufs Vordach gekommen. So. Also es ist ein bisschen wie Goat Simulator, würde ich sagen. Man kann prinzipiell nur Scheiße bauen. Gemeiner irrer Fortschritt. Ich verstehe nicht, was für Technikquatsch behindert, dass Automaten mehr als 8 Sachen rausrücken oder warum es nach 10 kein Frühstück mehr gibt. Jetzt labert er uns eine Kante ans Bein. Genau, gib uns mal einen Karton. Ja, ein bisschen doof jetzt. Ich wollte einen Karton, aber... Nein, da rein will er. Riechen den jetzt da rein. Und wie kommen wir da rein? Wie kommen wir da rein? Ah, reinrollen.
Cool. Ich kann uns nicht mehr rausrollen. Los, darüber, da, so, los, komm. Los, du willst es. Du willst hier wieder raus. Ich sehe das ganz genau. Ja, aufstehen. Hier lang. Los, 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 los. Du schaffst es. So. Aha. Also, wir können ja noch mal gucken. Es gibt drei Arten von Automaten. Rot, gelb und blau. Rot Waffen, gelb nützliche Gegenstände, blau Ticketgegenstände. Aha, wir wollen rot. Clownsnase. Axt. Aha. Bananenpistole. Okay. Boah, gibt's viele Sachen. Jetzt haben wir ein Schild noch bekommen. Vom Schlag getroffen. Schlage einen Ball vom Übungsplatz. Okay. Wo ist jetzt aber unten? Also wir haben eine Axt freigeschaltet. Das hier ist scheinbar so ein gelber Automat. Wenn wir jetzt die Axt freigeschaltet haben, warum leuchtet denn das hier immer noch? Nur Ketchup. Gemeiner Irrer. Wo ist er? Da. Müssen wir jetzt, wenn wir einen roten Automaten finden, vielleicht ja die Axt oder die Bananenpistole bekommen, oder? Guck mal, er ist verrückt, er hat ein Schlachtermesser, das wollen wir. Ja, nicht getroffen, haha. Also, was ist das hier? Ein blauer Automat. Wo ist das denn nützlich? Altenheimplatz. Was wollen wir damit? Soggranate. Kostet 4 Tickets. Okay. Und das mit den Ringen hat ja bestimmt auch noch. Ist bestimmt eine Mini-Aufgabe oder sowas. Hier durchspringen mit Fahrzeugen. Was zum Henker? Alter, ich. Ich wollte die Hake haben. Da liegt schon wieder irgendwas auf dem Fußboden. Haha, Feuerwerk. Also mit dem Zuschlagen hat das. Ah, ja. Losgelassen, Genick gebrochen. Oh, Knöpfe. Wo sind denn hier? Ah, okay. Vielleicht hätten wir. Erst. Guck mal, der braucht doch sein Auto bestimmt nicht. Wir kommen da nicht rein, oder? Okay, wir kommen nicht rein, aber wir kommen oben drauf. Aha, also wir können den hier irgendwie da. Nein. Oh. Aber. Ah, okay, so geht das auch.
Wir haben den Elektriker gekillt. Das Auto hat sich festgefahren. Da war ein gelber Automat. Da scheint ein roter Automat zu sein. Scheiße. Ich hab nicht auf den Gulli geachtet. So. Axt. Heißer Tipp auf dich warten. Eine Belohnung in der Zielliste. Hol sie dir und finde eventuell neue Gegenstände im Automaten. Haha, jetzt haben wir eine Waffe. Jetzt werden wir erstmal Leute ärgern gehen. Echt jetzt, wir schießen Bananen. Ich habe gedacht, wir können damit Leute abknallen. Na, das ist ja doof. Was ist das denn? Die Straße macht sich selber sauber. Also wozu soll bitte die Bananenbowle gut sein? Okay, aufs Fahrrad aufsteigen hat nicht funktioniert. Hier ist eine Autobahn. Boah, Alter. Ohne Beine über die Autobahn gekommen. Also zur Hälfte. Man kann scheinbar aber auch nur auf dem Stück auf die Autobahn. Weil hier sind Tunnel und da können wir bestimmt nicht durch. So. Ja, was denn hier? Was zum... Was geht denn hier ab? Was sind wir denn jetzt? Ich kann noch hüpfen, also. Wir sind der Bluttornado. Hauptsache... Jetzt sind wir ein Fußball. Wollen die uns einfach umbringen? Oh, hier ist Gas. Das können wir bestimmt in die Luft jagen. Aber da wir keine Arme und Beine haben, wird das jetzt eher schwer. Wo sind wir denn jetzt? Aha, wir sind immer noch hier. Wie sprengen wir das jetzt am besten? Warte mal, können wir den Zapfhahn vielleicht in die Hand nehmen? Na, lass doch mal los. Ach, das ist gar kein Zapfhahn. Das ist für Autowäsche. Okay, das geht einfacher als gedacht. Die Autos sind auch kaputt gegangen. Unsere Zielliste will schon wieder was. Automatensüchtig und was soll das? Oh, wir brauchen nur noch ein paar Mal eine Gliedmaße verlieren. Gierschlund iss oder trink etwas. Okay. Na, das geht ja leider wieder nicht. Wir sind schon wieder nur im Ball. Aber hier drin hatte der doch Hot Dogs. Oh, so.
Ja, weniger brennen, mehr essen. Der stellt sich an, wir brennen doch nur ein bisschen. Los, essen. Wird unser Charakter eigentlich dicker, wenn wir essen? Echt jetzt? Wir werden dicker. So, haben wir wieder was erfüllt? Oh, nee. Nein. So. Und Z. Eine Salami haben wir bekommen. Oh, cool. Einfach so ein Ticket. Da waren noch so Rowdies, die uns einfach zerfleischt haben. Die werden wir jetzt mit einer Walze überfahren. Was zum... Ajo, warum sind wir jetzt gestorben? Hä, die Rowdies. Aber jetzt die Walze weg, ne? Ein Jetpack. Wahrscheinlich explodiert das Ding, wenn es leer ist. Aber wen interessiert's? Guck mal, das Gebäude da sieht hoch aus. Ja, ja, nein! Uiuiui. Ja, war ja klar. So. Das mit dem Jetpack hat nicht so gut funktioniert. Aber in dem Automaten gibt es für uns ja noch eine Axt. Werden wir es damit mal probieren. Ich warte 2 Belohnungen. So. Die haben ein Messer. Ja, was soll? Den alten Mann verprügeln. So. Jetzt haben wir mal eine richtige Knarre hier. Alter, die spawnen einfach neu. Oh, es geht schießen nicht. Was zum Henker? Oh, schießen geht nur, wenn er will, wenn's will, oder wie? Da ist die Axt aber irgendwie besser. Scheiße, wo habe ich es denn fallen lassen? Wo haben wir die Axt fallen lassen? Na egal, nehmen wir die Knarre. Da kommen wir nicht rüber. Da kommen wir nicht rein. So, hoho. Was für ein Scheiß können wir hier noch machen?
Ah, guck mal, da können wir. Oh nee, der Polizist will was von uns. Nur weil wir auf ihn geschossen haben, oder was? Das soll sich mal nicht so anstellen. Oh, er ist auch vor dem Auto gelaufen. So. Da drüben ist ein Ticket. Da müssen wir doch aber irgendwie von oben hin. Aber wie kommen wir da hin? Weil von drinnen scheint ja nicht zu gehen. Das ist übrigens das Altenheim, aus dem wir rausgeflogen sind. So. Soll man da rüben hinkommen? Viel besser, er geht einkaufen und landet da oben. Ich hab ihn. Also das mit der Steuerung ist so eine Sache. Wie kommen wir jetzt da aufs Dach? Wo sind wir jetzt gegengelaufen? Oh, ernsthaft gegen die Hake? Lebensgefährlich so eine Hake. Okay, vielleicht standen wir ein bisschen nah. Ja, jetzt können wir da bestimmt hochspringen, oder? Sind ja jetzt leichter. So. Ne, da will er echt nicht hochspringen. Och, wir wollen doch nur da hoch. Also, da müssen wir irgendwie anders hochkommen. Ja, wir können ja nichts in der Hand nehmen. Guck mal, da ist eine Heckenschere. Und eine lebensgefährliche Hake. Was? Schmeißt er uns einfach durch die Gegend? Haha, ausgetrickst. Was ist hier denn? Ah, wir haben ein neues Gebiet entdeckt. Sozusagen, das er uns jetzt vorstellt. Chinatown. So. Warte, hier Chinatown. Boot. Fährt das Boot? Nein, das fährt nicht. Okay. Wir springen auch unterschiedlich hoch, also. Aber hier war doch eine Röhre. Oh, guck mal, Krokodil. Werde von einem Krokodil getötet. Los, fress uns. Fress. So. Hier mal wieder so eine Fickmatratze. So. Wo ist denn hier in Chinatown? War so eine Riesenröhre eben zu sehen. Da kann man bestimmt irgendwie reinklettern oder sich mit umbringen lassen. Ah, okay. Der ist neu. Also, Krokodil und Hai hat uns getötet. Wie lassen wir die Brücke runter? Geht das überhaupt von der Seite? Wir holen uns jetzt erstmal eine Axt. Cool, ein Speer. Aber wir wollen die Axt.
Und jetzt nehmen wir ein Fahrrad. Oder auch nicht. Oh, nö. So. Was? Nein, da lang. Nein. Och nö. Nee. Also im Wasser lässt sich ein bisschen schwer fahren. Ich hätte gedacht, wir können da rüberspringen. Schon wieder der Hai. Gucken. Jetzt, da hinten ist die Röhre, die ich meine. Hat da irgendwie reinkommen? Die Frage ist ja schon, ob wir überhaupt rüberkommen, ohne dass der Hai uns wieder tötet. Und irgendwie kann man bestimmt auch. Oh, cool, wir können was trinken. Gibt uns da wieder einen Punkt auf unserer Liste. Doppelhändig trinken. So. Gucken, kommen wir da irgendwie hin? Los, los, nein. Ey, cool, wenn wir was getrunken haben, können wir pinkeln. Ja, ah ja, jetzt ist hier natürlich ein Boot, war ja klar. Das Ticket. Och nö, spring doch da hoch, Mensch. So. Wie wär's, wenn du zuerst ins Wasser fällst? Lass dich mal von dem Hai fressen. Weil ich muss. Uha, bin auf dem Boot. So. Ticket, Ticket, Ticket. Los. Gib mir das Ticket. Gib mir das Ticket. Aha, cool. Ja, wir können Boot fahren. Oder? Ja, cool. Und hier ist noch ein Hafengebiet. Da ist ein Ticket. Cool. Nein, oh, Mist. So. So, das Boot drehen. So. Was? Nein. Lass doch los. Ha, so. Erstmal einmal das Ticket holen. Und dann. Jetzt habe ich. Super. Was soll ich denn jetzt? Eigentlich wollte ich die Kiste. Was ist das denn? Oh, können wir die ins Wasser werfen und dann kriegen wir da was für? Naja, schwierig, das Wasser zu. Ja, nee, oh Gottes Willen, was haben wir gemacht?
Okay. Die werden groß, wenn sie Wasser treffen. Da lässt sich doch bestimmt irgendwas Cooles mit anstellen. Jetzt kommen wir noch nicht hoch. Nein, 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 nein. Oh. Uiuiuiui. Wir haben ein Auge verloren. Mehr oder weniger. So. Warum kommen wir da nicht hoch? Können da nicht reingehen. Schade. Aber die Kiste hier muss ja auch irgendwas zu bedeuten haben. So. Wir können auch mit beiden Händen tragen. So. Also hier hinstellen, fällt sie ins Wasser. Na super. Jetzt kommen wir nicht mehr dran. Ich gedacht, wir könnten vielleicht da hochspringen oder so. Also hier ist nicht mehr, dann fahren wir mit dem Boot wieder ans Land. Da ist ein Ticket. No Boomers Beyond This Front. Was zum Henker? Okay, krass, wie kommen wir dann an das Ticket? Wie kommen wir an das Ticket? Oh Gott, ist ja noch schwieriger zu fahren. Los, 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 los. Oh, Ticket bekommen. Also da ist das Gebiet zu Ende. Da drüben ist noch ein Ticket. Hier liegen die aber rum. Da war eine Kanone. Nein. Oh. Wir wollen darüber. So. Einmal ein Ticket, danke. Piratenhüte. So, wir sind jetzt Piraten. Mit Säbel. So wie sich das gehört. Den da können wir scheinbar anquatschen. Hast du schon von Sushi Gate gehört? Den Idioten müssen wir es zeigen. Benutze eine Kanone und schieß auf das Riesenschild da drüben. Ja, welches der Schilder, ne? So. Aber ich kann mit der Kanone nicht schießen. Gibt's hier noch eine Kanone? Hier gibt's Kanonen. Wozu ist denn der Knopf? Ah, damit spawnen die neu. So, wir brauchen aber auch eine Kanonenkugel. Nein, oh Gott. Scheiße. Ich wollte doch nur eine Kanonenkugel. Wo ist man jetzt gelandet?
Nee, echt jetzt. Von der Seite kommen wir nicht rein. Was zum... Nee, wir wollen das Brett. So. Oh nee, hier tötet uns aber auch alles. Jetzt brauchen wir bestimmt wieder einen Schlüssel, oder? Tür fest. Okay. Ah. Wie kommen wir da rein? Weil wir haben ja keinen Schlüssel mehr. Liegt irgendwo einer rum? Da liegt brennende Kohle. Jetzt nicht mehr. Hier muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Und da ist ein goldener Säbel. War fast irgendwie klar. Kommt er jetzt her? Gucken, kann man durch das Ding auch sterben? Bringt das auch uns? Aufgabenpunkt. Das Ticket, das Ticket, das Ticket. Da muss man aber gut springen. Oh, falsche Taste gedrückt. Hä? Ja, nein, ja. Ticket, 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 Ticket. Haha. So. Also Pistole freigeschaltet, Säbel freigeschaltet, Spielzeughai, ein paar Tickets bekommen. Okay. Also die Aufgaben schließt man auch einfach so nebenbei ab. Auf jeden Fall ein super Spiel. Sehr witzig und man kann bestimmt noch viel mehr machen. Gibt ja so viele Aufgaben hier zu erledigen. Zum Beispiel jetzt hier die Aufgabe mit den Kanonen, wo wir da extra wieder hinkommen müssen. Oh, guck mal, der goldene Säbel können wir jetzt nehmen. So, meiner. Wir brauchen ja nur noch irgendwie einen Schlüssel dafür. Der wird ja hier irgendwo rumliegen. Wir könnten auch durchs Wasser probieren wieder. Aber sobald wir im Wasser sind, kommt der Hai. Ah, kommen wir nicht rüber.
weiß noch nicht so genau. Wir können viel bewegen, also auch viele Gegenstände und so. Diese helfen einem bestimmt irgendwie weiter. Ja, die hier sind bestimmt explosiv. Cool, ich bin nur gegen die Wand gelaufen. Also nicht gegen die Wand laufen. Hat super geklappt. Gucken, wenn wir ihn da reinschubsen, ist der heil beschäftigt. Och. Es sind zwei Haie. Ja, auf jeden Fall gibt es auch noch viele Stadtteile. Aha, rübergekommen. Oh, rübergekommen. Und wir können die Brücken bestimmt auch noch irgendwie runterlassen und sowas. Es macht mega Spaß, das Spiel. Was ist das? Es sieht aus wie eine Waschstraße. Aber für Menschen? Also hier wirst du trocken geföhnt dann. Wie aktiviert man die? Bestimmt irgendwie ein Trick. Oder die steht nur so da. Genauso das hier. Echt, so einfach kommt man aufs Dach. Feuerwerkskörper. Ganz vorsichtig da lang. Da lang. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf einem Dach. Hopp. Ah, rübergesprungen. So, Auto-Repair. Okay, da kommen wir nicht hoch. Nein, nein. Man muss noch herausfinden, wie lange die brennen. Also da kommen wir nicht hoch. Aber jetzt kommen wir jetzt hier auch nicht mehr hoch, oder? Ah, ja, klar. Dann gehen wir mal hier lang. Da kommen wir nicht durch. Da auch nicht, oder was? Wir sind gefangen. Oder können wir hier wieder raus? Und? Passen wir da durch? Nein. Aber da ist eine Tonne. Haha. Abgekürzt. Okay. Haben wir mal reingeschaut in das Spiel? Sehr witzig. Macht auch mega Laune. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß habt, könnt ihr euch gerne ja auch holen. Ist echt witzig. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.